Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, Effective Mikroorganismen, Therapreta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute wieder ein Erdbegrünungsthema im ganz weitesten Sinne, aber vor allen Dingen ein Thema zum Verständnis der Weltgeschichte, der europäischen Geschichte. Und da bin ich schon vor 20 Jahren über einen Denker gestolpert, über den Soziologen Professor Gunnar Heinsohn, den ich Ihnen heute ein bisschen vorstellen will. Aber wir kriegen am Ende noch die Kurve dazu, was das vielleicht auch für die Begrünung der Erde bedeuten könnte, dieses Thema. Professor Gunnar Heinsohn und eine ganze Reihe von Büchern dazu, die ich da dazu gelesen habe, schon vor Jahren, Jahrzehnten zum Teil. Teil von meisten von Gunnar Heinsohn. Das spannendste Buch war sicherlich das, mit dem ich damals begonnen habe, das auch eine gewisse Verbreitung erreicht hatte in den 80er Jahren. Das war Die Vernichtung der weisen Frauen. Die Vernichtung der weisen Frauen von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger. Damals noch junge Gelehrte. Das erzählt die Geschichte, dass die Inquisition, die Hexenverbrennung durchaus nicht willkürlich und irrational war und ein plötzlicher Ausbruch von Gewalt und Irrationalität, wo man nicht weiß, wo der plötzlich herkam, sondern dass der sehr fein gesteuert wurde, dass der mindestens eine starke Dimension hatte, die man sehr schön nachweisen kann, nämlich dass die Vernichtung der weisen Frauen ein Ziel dieser Inquisition, dieser Hexenverbrennungsprozesse wurde. Wie das zusammenhängt, erkläre ich dann. Aber es gibt noch eine Reihe von anderen Büchern, die ich mir dann zum Teil gerade erst geholt habe. Ganz frühes Buch, wo man auch erkennt, wie es zu dem zweiten Buch Vernichtung der weisen Frauen kommt, war Gunnar Heinsohn Menschenproduktion, auch zusammen mit Otto Steiger. Und ganz spannendes Buch, ganz schwer zu lesen. Oh, da hat er sich überhaupt keine Mühe gegeben, oder die drei Autoren haben sich überhaupt keine Mühe gegeben, das etwas lesbarer zu gestalten. Ich musste wirklich jede Seite dreimal lesen, aber es war so spannend und so revolutionäre Gedanken da drin, dass ich das mit Begeisterung getan habe. Vor allen Dingen, wenn ich in Brasilien bin und da ein bisschen mehr Zeit habe für solche Sachen. Ein neueres Buch von Gunnar Heinsohn, was sehr, sehr spannend ist, ist Söhne und Weltmacht. Das ist, wann ist das rausgekommen? 2005 oder sowas in dem Dreh. Gucken wir mal. Erstauflage 2003, Söhne und Weltmacht, und dort gibt es auch wieder ganz viele Gedanken zur Demografie, zur Bevölkerungsentwicklung und den Kriegsindex. Einen Gedanken, den Kriegsindex, den er darin entwickelt. Ein Index, der sehr schön vorhersagen kann an ganz simpler bevölkerungsstatistischer Daten, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Gesellschaft, ein Staat in Krieg und Gewalt abgleitet. Sei es Bürgerkrieg, sei es zwischenstaatliche Kriege, sei es Revolution. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Krisenherd wird, eine gewisse Region, ein Staat? Kann Gunnar Heinsohn oder hat einen Index entwickelt, um das zu quantifizieren, und das kann ich ja schon mal vorweg verraten, was ist dieser Index? Eine ganz simple Zahl, und zwar vergleicht er die aus dem Berufslebenden, es geht um Männer, nur um Männer, er vergleicht die aus dem Berufsleben, aus dem Arbeitsleben ausscheidenden Männer, Moment, welches Alter ist das genau, 54 bis 59, geschrieben. Jährige Männer. Diesen
Anteil in der Gesellschaft dieser Männer, die in den nächsten 5 Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden, aus dem Erwerbsleben im Wesentlichen, vergleicht er mit der Zahl der 15- bis 19-jährigen Männer in der gleichen Gesellschaft, 15- bis 19-jährigen Männer, die ins Arbeitsleben kommen, die jetzt den Kampf um Position und Ansehen und Familie und ums Überleben in der Gesellschaft aufnehmen. Diese beiden vergleicht er. Und in einer sehr stabilen Gesellschaft wäre das 1:1. Scheiden genauso viele aus, wie sie reinkommen. In einer Gesellschaft, die ein gewisses Wachstum hat, Wirtschaftswachstum, die vielleicht ein bisschen expandiert, die effizienter wird, wie auch immer, vielleicht eine gewisse Auswanderung hat, da hat man dann vielleicht Zahlen von, wir haben 1,5, vielleicht sogar 2 junge Männer, die nachrücken auf die alten Männer. Wenn dieser Faktor über 3 geht, mehr als 3 junge Männer rücken nach für einen alten Mann, der aus dem Berufsleben ausscheidet, dann wird es gefährlich. Dann geht das in eine kritische Phase, so eine Gesellschaft. Dann folgt fast zwangsläufig darauf ein Krisenherd, folgen Konflikte, folgen Revolutionen, Pogrome, Kriege in irgendeiner Form, weil einfach Druck auf dem Kessel ist. Die jungen Männer brauchen ihre Position, brauchen, und wenn sie die nicht finden, enttäuschte junge Männer, das ist der gefährliche Treibstoff, der Krisen, der Konflikte antreibt. Das dazu später mehr. Aber das ist dieser ganz einfache Kriegsindex, mit dem Gunnar Heinsohn Krisen und Konflikte vorhersagt. Dann habe ich hier noch ein anderes Buch, da kommen wir dann gleich zu, von Hans Rudolf Borg. Ich lege die Male hier unten erstmal hin. Gunnar Heinsohn. Also es geht um europäische Geschichte, um Weltgeschichte, um Bevölkerungsentwicklung und um ein Verständnis dieser eigentlich elementaren Kräfte, die hier wirken, die ja auch für ein Verständnis unserer weiteren Entwicklung wichtig sind. Man kann ja wunderbar Bevölkerungsentwicklung vorhersagen. Das ist ja wirklich sehr einfach in die Zukunft zu berechnen, zu projizieren, mit einer sehr geringen Fehlerwahrscheinlichkeit. Da muss schon riesige soziale, kulturelle Veränderungen kommen, um da jetzt weit daneben zu liegen, beziehungsweise riesige Kriege, Konflikte, Katastrophen, die in der Lage wären, da wesentlich Bevölkerung zu reduzieren, beziehungsweise wesentlich steigende Geburtenrate, um Bevölkerung neu zu schaffen. Deswegen wissen wir ziemlich genau, wie die Bevölkerung sich entwickelt bis 2050. Ich habe dazu ein Video gedreht. Bis 2050, 2100 werden wir die maximale Weltbevölkerung erreichen und die wird zwischen 9 und 11 Milliarden liegen. Das ist noch ein bisschen die Frage, wie schnell sich die Entwicklung abschwächt. Wahrscheinlich wird sie sich am Ende schneller abschwächen, die Bevölkerungswachstum, als gedacht. Wir haben bereits Peak Child erreicht. Peak Child war im Jahre 2000. Seit dem Jahr 2000 gibt es nicht mehr Kinder auf der Welt. Die Kinderzahl ist stabil und wird, wie gesagt, ab 2050 oder so wird sie anfangen zu fallen. Was wir jetzt noch erleben, ist die Aufstockung der Alten. Wir haben zwar die Kinder stabil, unter 15 Jahre, das ist jetzt ein stabiler Wert, ich glaube bei 1-2 Milliarden. Und jetzt müssen sich aber natürlich die Generationen noch auffüllen, die da drüber kommen. Da gibt es nämlich ganz viele, ganz viel weniger, weil entsprechend das Bevölkerungswachstum damals, die Bevölkerung damals noch nicht so groß war. Genau. Also das ist so der Ausgangspunkt. Wir wissen, wo es hingeht, und mit diesem Kriegsindex können wir dann auch wunderbar Krisenregionen vorhersagen. Aber so, Gunnar Heinsohn. Und was machen wir dann mit diesen überflüssigen jungen Männern? Das ist vielleicht die Frage am Ende. Professor Gunnar Heinsohn, geboren 1943. Ich meine, es war irgendwo in Danzig. Letztendlich heute Polen, damals Deutschland. Ist heute 74, Professor, also Soziologie und Wirtschaftswissenschaftler, Friedensforscher, lehrt heute zum Beispiel, hat ganz viele Funktionen, aber unter anderem lehrt er am NATO Defense College in Rom. Also auch da macht er Friedensforschung, Friedenslehre sozusagen, und ist ein streitbarer Mensch und
pointiert Sachen gerne und geht auch mal richtig auf Kante und Konflikt. Also der verliert sich nicht im politischen Correctness oder darin, dass er keinem auf die Zehen tritt, sondern er ist wirklich knallhart in den Realitäten, die die Leute vor den Kopf knallt, was wahrscheinlich der Grund ist, dass er für die Massenmedien nur bedingt geeignet ist, weil er die einfach zu hart die Realitäten vor Augen führt. Und ganz aktuell ist er auch wieder ein bisschen in der Diskussion bzw. ins Gespräch gekommen, weil er eine Perspektive gibt zu dieser Flüchtlingsproblematik, die wir seit 2015 massiv haben, dass ganz viele junge Männer vor allen Dingen übers Mittelmeer kommen. Aus Syrien, aus Subsahara-Afrika, aus Arabien. Und er stellt das mal so ein bisschen in Perspektive, wie viele junge Männer da eigentlich aus, oder beziehungsweise wie viele Menschen, nicht nur junge Männer, da eigentlich ausreisewillig sind und so weiter. Also da ist er jetzt auch ein bisschen durch ein paar, ja, aber wirklich viel zu wenig in meiner Meinung, wirklich, weil es gab nur ein paar Schnipsel in den Massenmedien, die ihn da mal zu Wort haben kommen lassen. Das hätte viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Genau, aber fangen wir an mit der Vernichtung der weißen Frauen. Also das Thema, was mich damals auch, als ich mich mit Matriarchat beschäftigt habe, mit Patriarchat, Matriarchat mit eventuell friedvolleren Gesellschaften in der Vergangenheit, da kam auch dieses Buch eben zu meiner Aufmerksamkeit, Die Vernichtung der weisen Frauen von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger. Und was er darin nachweist, beziehungsweise den Gedanken, den die beiden Autoren da drin entwickeln, ist, dass die Inquisition, spezifisch die Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, kein zufälliger, irrationaler Akt war, sondern ein ganz, man könnte sagen, ein innovativer Ansatz der Eliten war, ein neuer Ansatz der Eliten war, um die Bevölkerung zu kontrollieren, um ein Bevölkerungswachstum herbeizuführen, mit Zwang herbeizuführen. Und was das für ein Zwang war, das werde ich gleich erzählen. Und zwar, um das ein bisschen in den geschichtlichen Kontext zu stellen, wir haben das Mittelalter, Frühmittelalter und Spätmittelalter, und das war offensichtlich eine doch ganz gute Zeit in Europa. Also ich sag mal, da hatten wir gutes Wetter, also ein gutes Klima, zwar deutlich wärmer als heute. Grönland war grün, die Wikinger haben auf Grönland gesiedelt, erfolgreich zu Hunderten und Tausenden, und Gebiete, wo heute Gletscher in Grönland das überformt haben, waren damals offensichtlich grüne Wiesen und haben sie Kühe und Schafe und sonst was gehalten. Das war die Zeit, wo die Bevölkerung langsam gewachsen ist. Es gab so ein Feudalsystem, es gab Bauern, die zwar relativ abhängig waren, Leibeigene und so weiter, aber die, weil sie ihren eigenen Grund und Boden hatten, den sie bewirtschaftet, den sie weitervererbt haben, haben sie ein Interesse daran gehabt, Kinder zu haben für ihre eigene Altersversorgung, für die Weitergabe der Fläche des Bauernstandes, den sie hatten. Und von daher kam es zu einer gesunden, sukzessiven Bevölkerungsentwicklung. Also die Bevölkerung ist angestiegen im ganzen Mittelalter, eigentlich sehr konstant und sehr leicht gleitend und langsam. Sprich, 2, 3, maximal 4 Kinder pro Frau, also eher so 2 bis 3. Es gab ein offensichtlich weit verbreitetes Verhütungswissen, wie man Geburten verhütet. Da gibt es eben die weisen Frauen, die auch die Hebammen sind, die auch letztlich die Medizinerinnen der Dörfer und Städte waren, zu denen man gegangen ist, wenn man Kinder vielleicht nicht wollte oder ein Kind abtreiben wollte oder also entweder Verhütung machen wollte oder ein Kind abtreiben wollte oder auch selbst natürlich bei der Geburt, die Geburtsbegleitung, die deswegen dieses Bild hier von der Hebamme und einer Geburt auf dem Cover, das ist also eine gebärende Frau, die früher noch
ganz oft offensichtlich auf einem flachen Hocker geboren hat, was wohl eine oftmals viel vorteilhaftere Geburtsposition ist und erst mit der Einführung des Arztes bei der Geburt und der quasi Entmündigung der Frau dabei hat sich da eine Liegeposition durchgesetzt, die dann die Frau viel, viel passiver macht in dem Zusammenhang. Aber interessant ist eben die Hebamme dabei. Diese Hebamme, die Frau, die da vorhockt sozusagen, das ist die Verkörperung der weisen Frau, das ist die Medizin, die Geburtskontrolle, die Abtreibung, die letztlich die Trägerin des medizinischen Wissens war. Sicherlich auch nicht unbedingt also noch in alten Traditionen verbunden, keltisch, germanisch, Wikinger, Traditionen in der Spiritualität, durchaus christlich, im Äußeren aber mit eben den alten Traditionen durchaus noch dabei, deswegen die natürlich auch ein Angriffspunkt waren, ein Zentrum der alten Religion, der alten Magie, aber eben auch ein Zentrum dieser Geburtenverhütung, und da ist es ganz klar, von wegen die Pille wäre in den 60er Jahren die Erfindung der Geburtenkontrolle gewesen, da hat der Mensch das erste Mal gelernt, dass er Sex nicht unbedingt zu Kindern führen muss, nein, das wusste jede Gesellschaft, wie man das macht, wie man das machen kann. Nur dass die christliche Gesellschaft, dazu kommen wir dann, es unter massivem Zwang geschafft hat, das über Jahrhunderte zu vergessen, wie man Geburten verhütet. Bis hin zu der Möglichkeit, die ja sehr drastisch und die Gunnar Heinsohn sehr drastisch in deinem sehr frühen Buch beschreibt, Menschenproduktion, dass sowohl im Römischen Reich, in Rom, in der Antike wie auch im Mittelalter es definitiv nicht unter Strafe stand, Babys, kleine Kinder, eigene kleine Kinder und Babys zu töten. Also wenn es schlicht nicht möglich war, die zu ernähren, so wie wir das bei den Naturvölkern, Eskimos oder im Amazonasgebiet bei noch unkontaktierten Völkern finden, oder bei den Eskimos berichtet haben und so, dass unter besonders harten Lebensbedingungen, wenn da ein Kind zu viel ist, dann so, wurde das vor die Tür gesetzt und ist verhungert oder anderweitig gehimmelt worden. Also dass diese Autorität den Eltern, den Hebammen zustand und zugestanden wurde, dass das als letztes Mittel auch in Frage kam. Wobei das desto besser natürlich die, sage ich mal, Aufklärung, medizinische Aufklärung, Verhütung war, die Möglichkeiten der Abtreibung war, die diese weisen Frauen gemacht haben, desto weniger kommt das natürlich zum Tragen. Aber das ist durchaus auch ein Thema bei der Geburtenkontrolle gewesen, dass das auch bis ins 14. Jahrhundert nicht unter Strafe stand und nicht verfolgt wurde, dass die eigenen, dass Babys oder so umgebracht wurden. Ich sag schon, der Gunnar Heinsohn ist nicht zach. Der führt einem die Realitäten der damaligen Welt doch mit großer Klarheit vor Augen. Genau. Und dann haben wir also dieses ausgehende dieses Mittelalter, und wir merken schon am ausgehenden Mittelalter, erstmal haben sie große Teile Europas entwaldet. Das kann man in den Sedimenten von Seen und so sehr schön nachweisen, dass da Waldpollen sehr stark abnimmt. Die Überformung der Landschaft wurde immer stärker, man hat immer mehr Wiesen, Äcker und Weiden gehabt. Die Waldweide hat die Wälder zerstört und natürlich die Abholzung für alles mögliche, Holzkohle, Industrieproduktion, sei es Ziegelbrennen oder einfach Bauen oder Schiffbau. Also ganz Europa, das war einer der tiefsten Punkte der Bewaldung in ganz Europa, das war das ausgehende Mittelalter im 14., 13., 14. Jahrhundert. Das war also auch eine Entwicklung da, positive Menschen, menschliche, also die Menschenzahlen haben zugenommen, die Natur hat eher darunter gelitten. Man sieht dann auch zum ausgehenden Mittelalter diese ganzen Kathedralen, diese ganzen riesigen Kirchen hier in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, jedes kleine Stadt, Anklam, Parchim, Malchin, jeder hat ein, sogar zwei riesige Kirchen manchmal, und wenn man sich dann anguckt, wann wurden all diese Kirchen gebaut,
riesige, also wirklich zig Meter hohe, gewaltige Mauern, gewaltige Fenster, wunderschöne Kirchen. Das waren wahrscheinlich noch gar keine katholischen Kirchen damals. Das war eventuell eine Christianisierungswelle noch vor dem Katholizismus so richtig. Aber auf jeden Fall zeigt das eine unheimliche Leistungsfähigkeit und Bereitschaft, also eine Überflussgesellschaft sozusagen, die sich dann ausdrückte und in diesen wunderschönen Kathedralen und Kirchen, die hier überall zu finden sind und bis heute ganz viel überlebt haben. Also das war offensichtlich auch Qualitätsarbeit. Und die alle um 1200, 1300, 1320, 1330 und dann Schluss. Dann finden wir erstmal ein paar Jahrhunderte keine wesentlichen Kirchenbauten mehr. Auch die andere große Bauten und so. Schluss. Im Mitte des 14. Jahrhunderts wie abgeschnitten. Da ist nichts mehr. Da, bis dahin werden die riesigen Kathedralen gebaut, das reicht und dann bricht da was ein. Und was bricht da ein? Da gab es eine deutliche Abkühlung des Klimas. Grönland, das Eis kehrt zurück, die Wikinger müssen Grönland aufgeben, gehen nach Island und vielleicht nach Amerika zurück, beziehungsweise sterben schlicht. Skandinavien wird deutlich schlechter bewohnbar und kälter und schwieriger Ackerbau zu betreiben. Vor allen Dingen wird es in Mitteleuropa, Deutschland kühler, wird es feuchter. Die Winter werden, die Sommer werden kühler, die Sommer werden feuchter. Besonders krass ist ein paar Jahre, also das, die Klimaänderung begann so um die, wo habe ich meine ganzen Zettel, die Klimaänderung begann so, wie gesagt, 1335, 1340 rum. Besonders, also und das war dann auch innerhalb von wenigen Jahren, also das war jetzt nicht irgendwie, das hat sich ganz schleichend da so runtergesetzt, nee, das war offensichtlich mehr oder weniger fast wie ein Schalter umgelegt, es ist einfach mal 1-2 Grad kälter geworden und deutlich feuchter geworden, also da hat sich irgendwie das Klima da deutlich umgestellt. Ein Jahrtausend-Hochwasser, ein unglaubliches Naturereignis, wie wir es bis heute noch nicht mal im Ansatz wie erreicht haben. Die Leute flippen hier alle aus, wenn es mal an der Oder ein bisschen höher steht, das Wasser oder an der Elbe oder sonst wo. Das ist alles nichts gegen das Jahrtausend oder eher Jahrzehntausend, naja, wohl doch eher Jahrtausend-Hochwasser, in 10.000 Jahren passieren noch ganz andere Sachen. Das Magdalenen-Hochwasser 1342. 19. bis 22. Juli. Eine Wetterlage, ein Dauerregen, der sich von Südosten nach Nordwesten, Moment, Südosten, quasi Böhmen, Tschechien, damals eher noch Deutschland, nach Nordwesten, also nach Holland letztendlich, durch Mitteleuropa gewälzt hat. Über Tage einfach Dauerregen und die klassische 5B-Wetterlage, über dem Mittelmeer aufgeladenes Wasser kommt dann nach Europa und regnet sich hier systematisch ab. Das war ein wesentlicher Punkt dieser Klimaverschlechterung. Es gab die höchsten Pegelstände, die jemals gemessen wurden, waren zu diesen Tagen gemessen worden. Man weiß eben auch, weil man das tagweise die Pegelstände zum Teil hat, wie diese Regenfront sich bewegt hat. Und es gibt nach dieser, so ganz viele Äcker mussten aufgegeben werden, ganze Dörfer sind leergefallen, weil der komplette Acker einfach weggespült ist. Alle fruchtbare Bodenkrume im Fluss gelandet ist, ganze Hänge erodiert sind deswegen habe ich dieses andere Buch noch mitgebracht von einem anderen Autor, das Hans-Rudolf Borg. Das ist ein Autor, der sich verdient gemacht hat, um die besondere Rekonstruierung dieser Magdalenenflut, speziell der Erosionsereignisse, die es damals gab. Und die haben eine Größenordnung erreicht, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Im Zusammenhang mit der Entwaldung damals in Mitteleuropa und dann diesen starken Regenfällen
Es sind da in Brandenburg, was ja ein flaches Land ist. Da ist ja nicht so, dass wir da ein großes Gefälle haben. Irgendwo Brandenburg ist platt wie ein Topf. Da gibt es Schluchten, die zum Beispiel, die er hier sehr genau untersucht hat, die sogenannte Wolfsschlucht. 10 Meter tiefe Rinnen, die da innerhalb von Stunden, Tagen durch die Wassermassen gerissen wurden. 10 Meter tiefe Erosionsrinnen im flachen Brandenburg, nicht irgendwo an den Bergen. Oder in Brasilien oder sonst wo, wo die Wassermassen runterkommen. Nein, hier bei uns. Und das war nicht ein Einzelfall. Das hat ganze Landschaften devastiert. Natürlich die Ernte komplett im Eimer. Ne? Juli wahrscheinlich kurz vor der Ernte. Diese Feuchtigkeit, das Getreide legt sich nieder, das schimmelt, das verpilzt, das kannst du vergessen. Wie gesagt, das ist mehr oder weniger der Beginn dieser Klimaverschlechterung. Ein Mega-Hochwasser, wie wir es seitdem nicht mal im Ansatz wieder erlebt haben. Und wenige Jahre später, wahrscheinlich aufgrund von Unterernährung, da mussten sie eben andere Sachen essen, dann sind sie vielleicht auch mehr auf Kühe ausgewichen, die das besser vertragen haben, das feuchtere Klima, als Schafe oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch das Getreide, was ja ihre wesentliche Nahrung war. Getreide wurde ja so angebaut, dass es... Es brauchte vor allen Dingen trockenen Sommer, weil man nicht so wie heute in der Lage war, auch Getreide halbwegs nass zu dreschen und dann nachzutrocknen. Das ging damals nicht wirklich. Das heißt, damit Getreide im Sommer nicht verpilzt und nicht überhaupt trockenbar und erntenbar ist, musste der Sommer relativ trocken sein. Das war dann eben nicht mehr gegeben, weswegen Getreideernten erstmal sehr viel unsicherer und oftmals Missernten ausfielen, aber auch das Getreide, das geerntet wurde, eine deutlich schlechtere Qualität hatte, sprich auch stark verpilzt war. Und Getreidepilze, feuchtes Getreide, Mutterkorn hat LSD-Qualitäten, der Mutterkorn ist so ein Pilz an Getreide, der dann besonders große schwarze Körner macht, so die dann von der modernen Mähdrescher bzw. Mühle leicht aussortiert werden können, damals aber nicht. Oder auch prinzipiell einfach feuchtes Getreide, was schimmelt, was pilzt. Das ist eine enorme Belastung, das ist quasi Pilzvergiftung für dich. Und das über die komplette Bevölkerung mehr oder weniger. So, dann Pest. 1347 bis 1353 wälzt sich über Europa eine Pestepidemie. Und da gab es Auswüchse, das war Endzeitstimmung. Also man, ne, die Stadt, die Städte, sei es... Köln, sei es München, sei es Rom oder ne, man konnte quasi, man hat die Nachrichten bekommen, oh Scheiße, jetzt ist Milano, Mailand dran, jetzt kommt es über die Alpen, jetzt ist schon München und Augsburg betroffen. Und wann kommt es hier in Köln an? Und es gab dann die Judenpogrome im Vorfeld und während dieser Pestepidemie. Ja, also eine Sektenentwicklung, christliche Sekten, Büßersekten, die da marodierend durch die Straßen gezogen sind, sich selber umgebracht haben, andere umgebracht haben. Kompletter Zusammenbruch der Zivilisation. Und das bei am Ende dieses Prozesses waren in Deutschland die Hälfte, in Europa ungefähr ein Drittel der Bevölkerung tot an dieser Pest gestorben. Sicherlich im Zusammenhang mit der vorherigen Klimaverschlechterung und der schlechteren Ernährung. Und jetzt steht die Kirche und die Fürsten, die weltlichen Fürsten und die geistlichen Fürsten, stehen da und haben jede Menge Bauernstellen, jede Menge Dörfer, jede Menge Güter, wo ihnen die Leute fehlen. Wer soll hier den Reichtum produzieren? Wer soll die Flächen bewirtschaften? Wer soll die Städte bemannen? Wo sind die Menschen? Wir haben die Menschen nicht. Und die Leute ne, mit den weisen Frauen, was machen die in der Krise? Natürlich, die kriegen keine Kinder mehr. Weil man in so schlechten Zeiten, das sieht man in jeder kleinen Wirtschaftsdepression noch heute, da gehen die Kinderzahlen runter, weil man das eben beeinflussen kann mit Pille, mit Geburtenverhütung, mit Abtreibung. Und das war damals ganz genauso. Die weisen Frauen haben dafür gesorgt, oder vielmehr das,
Bedürfnis der Frauen und Männer und der Familien erfüllt, dass in dieser unsicheren Zeit erstmal keine Kinder geboren werden. Also mehr oder weniger brach da eine gewisse Panik aus oder auf jeden Fall ein extrem starkes Bedürfnis danach, dass irgendwie müssen wir die Leute dazu bringen, unsere Untertanen, unsere Bauern dazu bringen, dass sie mehr Kinder kriegen. Freiwillig machen die das nicht. Und das Wesentliche, was uns im Weg steht, sind die weisen Frauen mit ihrer Geburtenverhütung. Also das wurde damals von den weltlichen und geistlichen Fürsten verstanden. Daraufhin haben sie einen unglaublich teuflischen Plan formuliert, offensichtlich, der sich dann sehr schnell über ganz Europa ausgebreitet hat. Dann begann eben auch die Hexenverbrennung. Davor war Inquisition, ja, man hat mal hier gegen die Katharer oder so, gegen ein paar abtrünnige christliche Sekten, sodass der Katholizismus, der zentrale vom Papst organisierte Katholizismus, sich überall durchsetzen konnte. Da hat man die Inquisition als Machtinstrument benutzt. Ab dem 14. Jahrhundert, spezifisch ab, Moment, wo habe ich das Datum? Also definitiv schriftlich nachweisbar als schriftliches Programm, Verhinderung von Geburtenkontrolle jeder Art unter Todesstrafe ab 1486 mit dem Hexenhammer. Der Hexenhammer Malleus Maleficarum, noch das erste Druckwerk, was gedruckt wurde vor der Bibel von Gutenberg. Sagt man. Also auf jeden Fall ein Druckwerk, was noch vor der Bibel gedruckt wurde, was auch nachvollziehbar ist, weil die Bibel ist ein Buch, wenn man das drucken will. Das ist schon, das ist keine Diplomarbeit, das ist eine Doktorarbeit. Beziehungsweise eine Lebensarbeit. Also die ist ja so lang, tausende von Seiten, eng bedruckt, ganz oft noch mit Illustrationen und so weiter. Der Hexenhammer natürlich nur wenige Seiten, ich weiß nicht, 50, 100 Seiten, also ein relativ knappes Werk mit mehr oder weniger schon fast nur eine Flugschrift. Selbstverständlich kann man das schneller drucken, von daher verständlich. Aber so, der Hexenhammer ist tatsächlich noch ein Buch, was vor der Bibel gedruckt wurde als erstes Druckwerk. Das heißt, da merkt man sofort auch die neue zivilisatorische Erfindung. Dieses Drucken wurde sofort in die Propagandamaschine mit eingepflegt und wurde von den geistlichen und weltlichen Fürsten benutzt, um dieses neue Programm, die Verhinderung der Geburtenkontrolle, umzusetzen. Und wie genau wurde das gemacht? Er weist das dann hier sehr schön nach. Ich werde das nicht im ganzen Detail hier rauslesen können, aber er kann das wunderschön zeigen, eben an diesem Hexenhammer und einer Hexenbulle, die wenige Jahre vorher vom Papst beschlossen wurde, also die Veröffentlichung vom Papst dazu, dass alles, was irgendwie auch nur in Richtung Empfängnisverhütung, Geburtenkontrolle, Kindstötung sowieso ging, dass alles das unter Strafe gestellt wurde. Und zwar nicht unter Schlag auf Hand, mach das bitte nicht, nein, unter Todesstrafe. Alles komplett 100% mit Todesstrafe zu bestrafen. Und da reden wir von Sachen wie Empfängnisverhütung, ne? Sei es so ganz einfache Sachen wie ein Schwämmchen in die Vagina einführen an einem Faden, den man nach dem Geschlechtsverkehr wieder rauszieht, sodass ein Großteil des Samens nicht eindringen kann. Ganz simpler Trick, ne? Der auch nicht hundertprozentig funktioniert, aber so eine der Methoden war mit Sicherheit. Es gibt, man weiß, dass Petersilien, also ich kenne die ganzen Methoden nicht, aber was dann so unter Strafe gestellt wurde, also Abtreibung gibt es ja ganz viele Varianten, das konnte man eventuell auch mechanisch machen, aber das Wahrscheinliche wird, die werden irgendeinen Tee gebraut haben. Klassisch ist ein Petersilientee, aber da gibt es mit Sicherheit noch andere Sachen, wenn man die entsprechend konzentriert und richtig zubereitet, dann wirken die abtreibend, dann geht in den ersten Monaten das Kind ab.
Ich weiß heute, dass es zum Beispiel auch mit Papayasamen geht. Aber damals hatten sie natürlich noch kein Papaya, aber sicherlich andere Kräuter und Varianten, um das zu tun. Eine andere Variante, die unter Strafe gestellt wurde, war jede Form der nicht zur Fortpflanzung dienenden Sexualität. Homosexualität wurde verboten, lesbisch, schwule Lesben, lesbische Sexualkontakte wurden unter Todesstrafe verboten, Sodomie, also Analverkehr wurde verboten, ja, ganz normal zwischen Mann und Frau auch. Es wurde verboten, dass man seinen Samen nicht in die Vagina gießt, ne? Samenerguss außerhalb der Vagina verboten. Also selbst bis da ins Schlafzimmer hinein hat man mit der Todesstrafe gedroht, sobald du dich von dem klassischen zu Kind führenden, zur Fortpflanzung dienenden Sexualakt entfernst, begibst du dich in Lebensgefahr, begibst du dich und warst sofort eine Hexe, ein Hexer, ein letztendlich mit Tod zu bestrafende, hast ein mit Todes zu bestrafende Verbrechen gegangen. Wie gesagt, Verhütung im Vorfeld, aber auch Abtreibung, auch Kindstötung. Und alle, die irgendwie in Verdacht standen, dieses Wissen zu haben, dieses Wissen weiterzugeben, wie das denn funktioniert, mit Kräutern, mit ein paar Tricks, wie man Kinderkriegen vermeiden kann, wenn man die eben jetzt nicht braucht. Die eben die weisen Frauen, diese Trägerin der Volksmedizin, die wurden besonders hart verfolgt und getötet. Und ja, wie viele Frauen und Männer, ungefähr 20% Männer wurden in dieser Hexenverbrennungszeit, in diesen 300, 400 Jahren getötet. Gut 300 Jahre. Und 20% Männer, 80% Frauen. Also es ist nicht nur so, dass nur Hexen verbrannt wurden, es wurden auch Männer verbrannt. Und sicherlich gab es eben auch Männer, die dieses Verhütungswissen zum Teil weitergegeben haben, beziehungsweise selber angewendet haben. Schafskondome, also Kondome aus Schafsdarm, ne? Wer hat die angewendet? Lessing? Nee. War das Lessing? Ich glaube Lessing, ja. Nee, Heinrich Heine, glaube ich, genau. Heinrich Heine, glaube ich, hat irgendwann mal erwähnt, wie er Schafskondome verwendet. Dann schon zu einer Zeit, wo das nicht mehr unter Todesstrafe stand, 18., 19., 19. Jahrhundert, glaube ich, Heinrich Heine. Ne? So, also alle diese Dinge unter Todesstrafe, auch Männer, aber im Wesentlichen Frauen und im Wesentlichen diese weisen Frauen, diese Trägerinnen der Volksmedizin, die man vielleicht, offensichtlich wurden Hunderttausende umgebracht. Wie viele es nun genau waren, ist nicht so schön nachzuvollziehen. 500.000 waren es vielleicht nur 50.000. Keine Ahnung, aber allein dieses Damoklesschwert an Todesstrafe und extreme soziale Druck, der dann von den Pfarrern, den Kirchen, den weltlichen Fürsten ausgeübt wurde darauf, wird schon dazu führen, dass man von so einer, dass dann so eine weise Frau eben keine Nachfolgerinnen findet, ne? Weil das ist sicherlich keine Beruf, der da eine Zukunft hat, wenn man da täglich mit Todesstrafe rechnen muss, sodass das auch dann ganz natürlich in Anführungszeichen ausstarb, weil es einfach keine Nachfolger gab. Aber sicherlich auch ein Großteil dieser Frauen tatsächlich physisch umgebracht wurde, die dieses Volkswissen und diese Volksmedizin und das Verhütungswissen weitergetragen haben und angewendet haben. Was natürlich eine Katastrophe war für die Volksgesundheit, für die Lebensqualität. Also ganz abgesehen davon, dass man natürlich Kinder bekam ohne Ende, wo man vorher seine Kinderzahl halbwegs steuern konnte, zwei, drei, vielleicht vier Kinder pro Frau bekommen hat, von denen dann zwei, drei durchgekommen sind, weil man sich um die dann eben auch gut kümmern konnte. So schnellten die Kinderzahlen hoch auf, also die geborenen Kinder, auf 6, 7, 8 und mehr, 10, 12 Kinder pro Frau. Unheimlich viele Totgeburten, unheimlich viele Frauen im Kindbett gestorben. Natürlich dadurch, dass es so extrem hohe Geburtenzahlen gibt, sind die einzelnen Kinder nicht so mit so viel
Ressourcen, guter Nahrung, Aufmerksamkeit und Liebe ausgestattet, dann sterben natürlich auch viel mehr davon. Also da haben wir locker Todeszahlen von 50% und mehr. Also wenn dann am Ende drei Kinder tatsächlich überlebt haben, lass es mal vier gewesen sein im Schnitt, das war dann schon enorm bis zur weiteren Fortpflanzung. Aber das hat schon gereicht, um in jeder Generation die Bevölkerung zu verdoppeln. Und das war auch der Punkt, an dem die, also es gibt eine unglaubliche Leid, was diese, was der Papst und die damaligen Könige und Kaiser und weltlichen und geistlichen Fürsten, Bischöfe und letztendlich die einzelnen Pastoren und Pfarrer. Das wurde im evangelischen Bereich dann praktisch genauso gehandhabt, wenn vielleicht auch nicht so mit der Inquisition als Institution dazu, aber es gab auch in evangelischen, also in protestantischen Gebieten dann Hexenverbrennung, also die haben das nahtlos fortgeführt, das Programm. Also die sind da ganz genauso schuldig. Das hat eine Leid ausgelöst, was wir uns heute in einem Ausmaß gar nicht mehr vorstellen können. Hänsel und Gretel. Die Story kennt jeder. Die habe ich auch schon wieder mal 100 Mal meiner kleinen Tochter erzählt. Klingt ja positiv, ne? Die Kinder überleben, die werden von ihren Eltern in den Wald geschickt. Und werden von einer Hexe gefangen, okay. Aber dieses Wegschicken der Kinder in den Wald. Wir haben keine Nahrung für euch, wir haben nicht genug zu essen, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unser Leid ist so groß, selbst unsere eigenen Kinder, wir dürfen euch nicht von Hand selber töten. Oder wir werden es irgendwie so machen, dass ihr irgendwo weit weg im Wald sterbt und dann haben wir das Problem gelöst. Hat bei Hänsel und Gretel nicht funktioniert, ne? Hat oft genug nicht funktioniert und stand ja auch in verschiedensten Varianten unter Todesstrafe. Aber das zeigt, wie groß das Elend war, wenn Eltern zu solchen Mitteln greifen müssen, dass sie ihre Kinder in den Wald. Und das war kein Einzelfall, das war Teil der Kultur über Jahrhunderte, dass man nicht wusste, wohin mit den vielen Kindern, um Gottes Willen. Weil der Sexualakt, den der Mensch sich, dem er sich eben kaum zurückhalten kann, weil die Biologie und die Hormone da so stark sind, dass der wurde einzig und allein von der Kirche und den weltlichen Fürsten fokussiert mit brutaler Gewalt und Mord auf mit Kriminalisierung und Hexenverbrennung auf die Fortpflanzung, auf die Reproduktion. Wann immer du Sex hast, musst du damit rechnen, dass du Kinder zeugst. Das ist das Ziel, das muss dabei sein, sonst bist du unter Todesstrafe, hast du ein Verbrechen begangen. Und das Programm hat funktioniert, jawohl. Die Kinderzahlen ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert, 1480, schreibt das so schön in den verschiedenen Büchern bei ihm, speziell auch in Söhne und Weltmacht. In den 1480er Jahren, 70er Jahren, englische Grafschaft, ich weiß nicht, wie sie hieß, normale Kinderzahlen, ne, da werden irgendwie 200 Kinder geboren, in denen so pro 10.000 Einwohner, keine Ahnung. Und dann plötzlich nach 1490 verdreifachen sich die Kinderzahlen. Es wird gern Kinder geboren, als gäbe es keinen Morgen. Und das ist nicht so, dass das eine vorübergehende Erscheinung war. Das setzte mehr oder weniger um 1500 ein und es hörte mehr oder weniger bis 1900 nicht auf. Es war eine Flut an überflüssigen Kindern, mit denen dann die Eliten natürlich relativ schnell ihre Bauernstellen auffüllen konnten, die Städte konnten wachsen, es gab genug billige Arbeitskräfte, die man in die wirtschaftliche Entwicklung stecken konnte, auch einer der Motoren in Europa für die wirtschaftliche Entwicklung, dass man immer genug billige Arbeitskräfte hatte, weil die einfach nachproduziert wurden ohne Ende. Eben nicht wusste, wohin mit denen eigentlich sehr schnell.
Aber das Programm hat erstmal funktioniert für ein paar Jahrzehnte. Man hatte erstmal genug, hat die Ländereien wieder füllen können, hat die Kirchen, die Bistümer, die Fürsten, die Grafschaften wieder füllen können mit Menschen. Die Städte sind wieder gefüllt. In der Folge schwappt das dann 1492 die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Mit Sicherheit gab es da vorher schon jede Menge Fahrten. Mit Sicherheit wussten sie auch, als sie Kolumbus da losschickten, dass er da Amerika entdecken wird. Ist eine andere Geschichte. Aber mit dieser Entdeckung Amerikas und den nachfolgenden systematischen Fahrten, die dann ja aufgenommen wurden, die gab es ja vorher in dem Maße nicht, dann schwillt dieser Strom an überflüssigen jungen Männern vor allen Dingen, schwillt über und schwappt über in die neue Welt, sowieso nach Afrika, nach Arabien, nach Indien, nach China, aber in die neue Welt. Und diese unendlichen Menschenmassen, die sich dann über die Jahrhunderte in die Amerikas ergießen, aus Europa heraus. Das beginnt mit den überflüssigen spanischen Söhnen, die letztendlich produziert wurden durch die Vernichtung der weißen Frauen. Dadurch haben wir erstmal einen gewaltigen Geburtenüberschuss. Wir haben zweite, dritte, vierte Söhne, von denen wir nicht wissen, für die haben wir keine Bauernstelle, für die haben wir keine Grafschaft, keine Nachkommen, weil das hat ja alle Bevölkerungsschichten betroffen. Diese waren komplett verboten. Nicht nur die Bauern und die Armen wurde verboten, Geburtenkontrolle zu machen. Das ging ja bis in die höchsten Kreise, die sich ja selber auch verboten haben. Und diese ganzen überflüssigen Söhne, was macht man mit denen jetzt? Und einer der Auslässe war, diese überflüssigen Söhne nach Übersee zu exportieren. Mit welch einer Todesmutigkeit und Rücksichtslosigkeit diese überflüssigen Söhne da auch agiert haben. Man sieht wirklich, ein Zurück gab es nicht. Dass wir irgendwie sagen, ich kann nach Hause gehen, nach Spanien und finde da meine Stelle wieder, das gab es nicht. Entweder sie haben hier in der neuen Welt Erfolg, finden hier Gold, erobern die Gebiete oder sie sind tot. So wie die Zitat, was Gunnar Heinsohn dann gerne mal anbringt, guckt euch mal ein paar Videos an, wie er in irgendwelchen Gesprächsrunden oder so, da kommt das garantiert zur Sprache in seinen Büchern auch, ich habe es jetzt nicht genau aufgeschrieben. So wie der Krieg noch alle jungen Männer versorgt hat, entweder mit dem Heldentod oder als Sieger mit den neuen Reichtümern, die er dann erobert hat. Also mehr oder weniger jede Lösung ist gut. Hauptsache die jungen Männer destabilisieren die Gesellschaft nicht mehr, die sind schon mal weg. Aber die jungen Männer haben nur eine Wahl, entweder sterben oder gewinnen. Was anderes gibt es nicht. Da kommt dann eben auch diese Arbeit von dieses Buch von Gunnar Heinsohn, Söhne und Weltmacht ins Spiel. Wo er dann eben diesen Kriegsindex ausrechnet und er sagt, letztendlich dieser Kriegsindex war und diese überflüssigen Söhne, es waren immer zweite, dritte, vierte Söhne in Europa, die keinen Platz hatten. Und das war erstens der Treibstoff für die wirtschaftliche Entwicklung. Da waren einfach die Arbeiter und die Menschen da für die Industriearbeit, für die Entwicklung der Landwirtschaft, für die Neueroberung, Intensivierung der Landschaftsausnutzung, sag ich mal. Da war genug Menschen da für die ganzen Kolonisationen, für die ganzen Kriege, für die Eroberung der Amerikas, die Eroberung Afrikas, die Eroberung Arabiens, die Eroberung letztendlich ganz Asiens, China und so, die da zwar nicht, Japan, die zwar nicht komplett erobert wurden, aber komplett dominiert wurden. Australien, die ganze Welt umspannt eigentlich ein 500 Jahre während der Mongolensturm. Wenn wir denken, Attila der Hunne war schlimm, was die Welt erfahren hat aus Europa mit diesen Unmengen an überflüssigen Söhnen, die wir in die Welt, mit der wir die Welt überschwemmt haben, ein 500 Jahre währender Mongolensturm, der von Europa ausging,
mit dieser überflüssigen, nicht überflüssigen, mit dieser überzähligen, die überflüssigen jungen Söhnen, die zu Hause keine Stelle hatten und dementsprechend sterben oder gewinnen mussten, wo immer sie hingingen. Schnitt! An dieser Stelle müssen wir diesen sehr, sehr langen Vortrag, den ich hier aus dem Sessel halte, einmal unterbrechen. Sonst wird er zu lang für eine Veröffentlichung, weil bei YouTube für mich will eigentlich nicht über eine Stunde kommen. Das waren ungefähr 45 Minuten. Nächste Woche gibt es auch nochmal 45 Minuten. Und dort werde ich die Geschichte der überzähligen Söhne, der zweiten und dritten Söhne und wie diese Europa beeinflusst haben, weitererzählen, wie die Geburtenrate sich weiterentwickelt hat. Welche Gebiete heute die sind, die die extrem hohen Geburtenraten und die zweiten und dritten Söhne haben, die ihren Platz in der Gesellschaft nicht ohne weiteres finden. In welchen Gebieten das zukünftig der Fall ist. Und dann werden wir bis Ausblick bis 2050 machen und auch eine Vision entwickeln, wie man denn mit diesen sehr stark steigenden Bevölkerungszahlen in der arabischen und afrikanischen Welt umgehen kann, was wir da zu erwarten haben zum einen, was jetzt schon aktuell ist und was, welche Möglichkeit es gibt, das zusammenzuführen zu einer Lösung mit der Begrünung der Erde, mit der Begrünung der Sahara, von der ich träume, die wir vielleicht in der wir vielleicht dann Lebensraum schaffen können für viele Millionen und hunderte Millionen von Menschen, indem wir die Sahara wieder begrünen. Also, kurze Pause, eine Woche, bis nächsten Freitag geht's weiter.